So, da geht's lang. Von da sind wir gekommen, ne? Wo geht die Sonne auf? Ich weiß es nicht. Bett nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Von hier sind wir gekommen eben, ne? Sag doch mal. Komm. Ich denke, hier gibt es keine Monster in so einer kargen Gegend. Rennst hier einfach rum. Meine Orientierung ist wieder so unglaublich gut. Das glaubt mir keiner. Und ich hoffe, wir finden die Pegasus dann wieder und finden auch noch ein bisschen normalen Leben. Das wäre total grandios. Okay. Hier das Ufer. Das ist doch auch alles gebrannter Lehm. Das ist alles gebrannter Lehm, auch hier im Wasser. Ha, ich hätte jetzt echt gedacht, dass an den Flussufern dann zumindest normaler Lehm ist. Das ist aber schlecht. Dann würde ich sagen, müssen wir vielleicht mal ein bisschen die Umgebung hier erkunden. Das ganze Lehmbiom ist ja noch gar nicht erkundet. Wir sind immer nur so an den Rändern rumgelaufen und haben uns da so ein bisschen was angeschaut und hauptsächlich dann irgendwann abgebaut. Das ist der rote Sand, der übrigens sehr rot ist. Also da hat Mojang schon ordentlich also ihr kennt ja Tuschkasten, ne? Und wenn man da zu viel rote Farbe nimmt, dann wird das halt zu arg rot. Also arg rot. Agro. Hunger haben wir auch. Ja, da werden wir gleich mal Abhilfe schaffen. Die Lehmbrennerei wird also nochmal umkonzipiert werden, aber keine Angst, das mache ich dann vielleicht mal nebenbei. Und wir kümmern uns jetzt erstmal nur um eins, nämlich ein bisschen Holz zu erlangen. Und dann wollen wir nochmal hier in Richtung Sonnenuntergang aufbrechen. Das heißt, zurück finden wir, wenn wir Sonnenaufgang reisen. Das ist die uralte esmeraldische Methode, sich zu orientieren. Wenn man keinen Kompass und nichts dabei hat, dann geht man nach dem unteren Aufgang des Mojang-Wagens. Also, ne, die Sonne wird ja auch Mojang-Wagen genannt bei uns, weil der halt, jetzt bin ich ja übelst gegens Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu laut gescheppert. Der wird Mojang-Wagen genannt, weil die Urvölker hatten die Vorstellung, dass Mojang in diesem Wagen drin sitzt im Grunde und damit übers Firmament fährt. Und jetzt findet auch unsere Kiste, unsere Werkbank wieder eine Aufgabe. Und wir haben keine Fackel mit, aber wir haben ein bisschen Lehm mit, bisschen Kohle mit. Das ist doch schon mal sehr viel wert. Auch nur durch Zufall, ne? Dadurch, dass wir Level haben wollten. Wir bauen uns mal ein Boot. So, weil hier ist nämlich Open Water sozusagen. Open Water. Und fahren in unbefahrene, unbekannte Gefilde. Ich glaube, hier war noch nie einer. Ums Lehmbiom mal rum. Und hier ist echt überall nur, auch an den Ufern, nur gebrannter Lehm. Ist ja unglaublich. Hier kommt auf jeden Fall erstmal mehr. Noch mehr Lehmbiom. Wüste. Aha. Na gut, wenn hier Wüste ist, dann müssen wir hier wohl kaum mit... Ach, da geht's weiter. Es geht noch weiter. Das ist noch größer. Ah, das ist ja interessant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass hier echt noch so Außenberge sind. Und schaut mal, das sieht ja fast aus wie ein Tempel. Das Ganze. Dass hier noch so Außenbezirke sind von dem Lehmbiom. Ja, dann werden wir jetzt mal unsere Aufgabe als Kartograf ganz ernst nehmen. Und hier auch nochmal um die Außenbezirke dieses Lehmbioms rumschippern. Schaut mal, das geht hier noch weiter. Auch hier. Um erstmal die gesamte Größe erstmal zu erfassen. Man kann sich ja vorstellen, damals als die ersten Menschen den neuen Kontinent Neuindien, das was heute als USA bekannt ist, entdeckten, da mussten sie auch erstmal kartografieren, wie groß die Gegend überhaupt ist. Und schaut mal, das eröffnet sich ja immer noch weiter, das Lehmbiom. Hier ist noch ganz viel roter Sand. Ich bin mal gespannt, wie das dann hinter auf der Karte aussieht. Und wir fahren jetzt hier mal so ein bisschen längs. Es geht auch noch nach links, glaube ich, weiter. Wir machen jetzt einmal so eine kleine Linksschleife und dann eine kleine Rechtsschleife. Da sind, oh, Vorsicht, Tintenfische. Die Feinde des tapferen Seemanns. Und hier liegt ein Boot. Hier war schon mal jemand. Hier war tatsächlich schon mal jemand. Wir können es eigentlich nicht gewesen sein, weil so weit war ich hier noch nie vorgedrungen. Aber hier scheint schon mal jemand lang gesegelt zu sein. Ha. Okay. Also wer das jetzt gerade sieht und eventuell sich daran erinnern kann, wessen Boot das ist, der soll mir das doch bitte mal sagen oder in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich interessieren. Dieses richtig tiefe See.
Und wir fahren jetzt längs dem Lehmbiom. Und ich hoffe, wir haben die Orientierung sowieso schon total verloren. Aber ich gehe mal davon aus, wenn wir halt in Richtung Sonnenuntergang reiten, wollte ich schon sagen, fahren, werden wir das wiederfinden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es weiter hier mit der kleinen Erkundung des Lehmbioms. Liebe Leute, ich sage, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Glück auf, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus dem Lehmbiom. Wir umkreisen hier die Lehminseln, um zu sehen, was es hier noch alles gibt. Denn wir hätten niemals gedacht, dass das Lehmbiom so groß sein kann und dass es hier hinten noch so ein paar Ausläufer gibt. Aber hier scheint es dann wirklich zu Ende zu sein. Nein, da geht's immer noch weiter. Schaut mal. Das alles noch Lehmbiom hier. Im Meer gelegen diesmal aber. Ja, das müssen wir alles erstmal gucken, was das hier alles ist. Wir haben ein Boot gefunden in der letzten Folge. Wir wissen nur immer noch nicht, wen es gehört. Das heißt, ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass ihr das schon jetzt gelesen habt in den Kommentaren. Aber das ist immer noch die gleiche Aufnahme. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob sich da schon irgendein Besitzer gemeldet hat. Mein Gott. Da unten ist ein bisschen Lehm. Aber es ist nicht sehr viel. Ich glaube, da finden wir im Sumpf einfach mehr. Und wir fahren hier an der Küste lang. Das Problem wird dann hinterher werden, die Pegasus wieder zu finden. Ja, hier ist Wüste. Okay, hier geht das Ganze in eine Wüste über. Aha. Was wir aber eigentlich suchen, ist ein Sumpf. Denn wir haben uns extra unsere Schaufel repariert, um dann ein wenig nassen Lehm, also feuchten Ton abzubauen. Deshalb nehme ich jetzt erstmal hier den Kurs in Richtung... Hatte ich nicht gesagt, wir müssen in Richtung Sonnenuntergang? Oh Gott, naja. Wir machen erstmal hier einen kurzen Abstecher, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, dass wir dann die Pegasus wiederfinden. Ja, einen kurzen Abstecher, denn wir brauchen eigentlich ein neues Sumpfbiom, um Leben zu finden. Die alten Sumpfbiome sind natürlich dadurch, dass jetzt schon... Hier ist immer noch Lehmbiom. Na, jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist immer noch alles Lehmbiom. Fahren wir hier im Kreis, sag mal? Moment mal. Ja, es könnte sogar sein, dass wir so ein bisschen im Kreis gefahren sind. Okay, ich fahre jetzt mal in diese Richtung hier. An dem Lehmbiom vorbei. Um zu schauen, wir sind immer noch ganz in der Gegend des Lehmbioms, aber das ist sehr viel größer, als wir erst gedacht hatten. Das ist echt sehr viel größer, es erstreckt sich nämlich hier immer noch weiter. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Kurs hier auf hohe See, so ungefähr, um zu sehen, was da hinten sich noch erstreckt. Ob das da immer noch weitergeht, weil dann wäre es ja echt gigantisch groß. Und ich hätte mir niemals Sorgen machen brauchen, dass das irgendwann mal verschandelt wird, weil einfach so viel Massen an gebrannten Lehm da sind. Dass wir das niemals hätten aufbrauchen können. Wir fahren jetzt Richtung Sonnenuntergang. Das heißt, wir müssen, wenn wir wieder zurück wollen, Richtung Sonnenaufgang fahren. Okay, Akazien. Oh, wir müssen links. Hier sind Akazienwälder, okay. Die Akazienwälder verheißen ja eigentlich eher südliches Klima und südliche Landschaften und weniger ein Sumpfgebiet, als wir es uns eigentlich erhofft haben. Wir können aber um diesen Zippel hier rumfahren und auch an den Akazienwäldern nochmal vorbei. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht mehr sehr viel weiter. Hier ist eine Wüste. Tatsächlich eine Wüste. Na gut. Steigen wir mal aus. Wir sind ja fröhliche Gesellen und rennen Richtung Sonnenuntergang. Eine Wüste. Da hinten irgendwo ist das Lehmbiom. Ein Boot können wir uns zur Not auch wieder neu bauen. Oh, das ist eine große Wüste anscheinend, zumindest auch eine sehr flache Wüste. Da kommt so richtig dieses Wüstengefühl auf, dass man sich verloren hat in einer riesigen, endlosen Ebene. Wo es nur ein paar Hügel gibt, die der Wind aufgeworfen hat und ansonsten einen nur der Sand um die Ohren weht. Ah, die Luft wird auch immer trockener. Wir rennen dem Sonnenuntergang entgegen und nachher müssen wir einfach nur Richtung Sonnenaufgang rennen. Ganz einfach, mein Gott.
Und wir sollten aber gleich mal schlafen, ehe wir uns dann wieder weiter auf die Reise machen. Es sollte eigentlich keine lange Reise geben. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass in den Limbium auch der normale Leben zu finden ist. Aber achte mal auf deinen ersten Schritt, denn der ist ein Fehltritt. Wir legen uns erstmal hin und schlafen. Und morgen reisen wir dann in Richtung unseres Bettes, also Bettkopfes, weiter, würde ich sagen. Und nach dahin müssen wir wieder zurück. Alles klar, kriegen wir hin. Na? Nochmal gucken. Da hinten ist etwas. Das müssen wir uns morgen erstmal angucken. Na, jetzt aber. In der Wüste dauern die Sonnenuntergänge immer dreimal so lange. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. So, ein neuer Tag. In der Wüste. Ich weiß, wir wollten eigentlich gar nicht in die Wüste, aber ich habe da hinten was gesehen. Ein Brunnen. Das kann ja alles Mögliche bedeuten, so ein Brunnen. Und ich hoffe, wir verirren uns nicht und sind dann verloren und die arme Frau sinkt ganz alleine. Aber ich glaube, diese Brunnen, das hat nichts mit Dörfern zu tun. Das muss also nicht sein, dass hier ein Dorf ist. Es kann auch einfach nur so ein vertrockneter Wüstenbrunnen sein, wo ab und zu mal so eine kleine Karawane vorbeikommt. Ah ja, hier Wasser. Oh, besser, besser, besser. In der Wüste ist man ja für jede Abkühlung dankbar. Freuen werden sich besonders dann die neuen, die Karawanen, die vorbeikommen und dann meine ausgewaschenen Unterhosen dann in der, naja, ihr wisst schon. Nee, Dorf ist hier weit und breit nicht. Wirklich nur dieser kleine Brunnen. Okay, ja, viele von euch sind jetzt gerade gar nicht da. Schöne Überleitung, ne? Viele von euch sind gar nicht da, weil sie in den Ferien sind. Und gerade damit beschäftigt sind, irgendwo am Strand zu liegen oder durch die Berge zu wandern. Jeder das, was er gerade gerne mag. Und hat ja auch jeder einen anderen Geschmack. Verdammt. Hier ist die Wüste schon wieder zu Ende. Okay, ich würde sagen, dieses kleine Stück hier überqueren wir noch bis zum nächsten Biom. Da haben wir auch gerade noch genug Krams dabei. Wir haben uns übrigens immer noch keine Krone gemacht. Ganz lustig. Nicht. Wir haben schon ein bisschen Lehm eingesammelt und das ist ein sehr großes, tiefes Boot. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur das normale, ohne Mast und ohne Segel. Segeln, schippern wir aufs Meer hinaus. Ein altes Seemannslied, genau. So, wieder raus auf hohe See, mal sehen, was uns erwartet. Und ich werde echt schon sehr erfreut, wenn es bald mal irgendwie so ein Sumpfbiom käme, damit dieses ganze, die ganze Reise nicht in einem völligen Debakel endet. Kann ja auch passieren, dass es ein totales Debakelo wird und wir gar nichts entdecken, sondern einfach nur durch die Gegend reisen, neue Biome erkunden, aber nicht das finden, was wir suchen. Auf jeden Fall ist es ein großes Meer hier. Es kann auch schon das Endlosmeer sein. Dann kann es sein, dass wir hier bald von der Seenplatte runterstürzen und für immer tot sind und nie wiederkommen. Und dann ist alles vorbei, dann kommen keine neuen Folgen mehr und so. Da ist eine sehr kleine Insel. Ein Block. Wir könnten die Landmasse jetzt verdoppeln, indem wir noch einen weiteren Block hinsetzen. Ich habe leider gerade keinen dabei. Doch, warte mal. Jetzt bremsen. Der Mann, der die Landmasse einer Insel verdoppelte. Kann ich mir dann auf meine Visitenkarte schreiben. Zack. Zack, zack, zack. Ja, es war doch nicht nur ein Block, schade. Aber wir können die Landmasse trotzdem noch verdoppeln. Allerdings ist es nicht so einfach. Ja, Moment. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es gerade überhaupt nicht spannend ist, wenn ich hier Landmassenverdoppler spiele. Aber wir sind von da gekommen, ne? Nach hier müssen wir. Ah, guck mal, da unten ist Lehm. Ach Mann, ich will ein Lehmbiom haben. Mojang, Mojang. Oh, oh, oh. Da oben fliegt er. Ich hoffe, der segelt uns nicht in den Kopf rein. Schnell weg. Nee, alles gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt immer noch die richtige Himmelsrichtung eingeschlagen habe. Ich bin aber sehr spontan. Und nach Hunsgrab finden wir immer zurück. Das ist nun wirklich kein Problem, indem wir einfach einen Kompass nehmen und uns dann orientieren. Aber wir haben gar keinen Kompass dabei. Ha. Wir müssen ja das Wüste mal was ganz Neues. Wir haben eine Wüste erst durchschritten. Und ich hoffe, wir sind jetzt nicht direkt zurückgefahren. Und landen wieder genau da, wo wir hergekommen sind. Das wäre ziemlich peinlich. Und da wäre ich auch echt
nicht entzückt. Und da könnte die Frau auch noch so viel singen. Wir nehmen das Boot diesmal mit, weil es kann ja sein, es kann ja sein, dass wir gleich schon wieder, Moment, ein Boot nehmen wir mit, zack. Nein, nicht absaufen. Wir sind auf jeden Fall in einem neuen Biom, das sieht man an dem Kies, der jetzt hier schon im Meer sehr häufig vorkommt. Ja, wir sind wieder in einer Wüste gelandet, na klasse. Wir wollten einen Sumpf und haben genau das Gegenteil gefunden. Sumpf ist ja ein Ort, an dem Wasser äußerst präsent ist. Eine Wüste ist ein Ort, in dem Wasser überhaupt nicht präsent ist, ne? Das ist so, so könnte man das sehr schön umschreiben. Das heißt, wir haben uns auf ein Abenteuer gemacht und haben uns am weitesten von dem entfernt, was wir eigentlich wollten. Man könnte es jetzt Dummheit nennen, man könnte es auch Pech nennen, man könnte es aber auch einfach einen Sumpfbiom nennen. Okay, Landmasse. Massig Land. Und ein Tempel. Juhu! Ein Tempel! Wir haben einen Tempel entdeckt, Freunde. Na, ausgezeichnet. Ein Tempel und da hinten ist, ja, normaler Wald. Das, was man hier eigentlich am allermeisten findet. Dann würde ich sagen, dieser Tempel wird uns nicht in... Der ist irgendwie merkwürdig, oder? Nee, der ist schon original. Der wurde original von den Wüstensöhnen gebaut. Nachdem sie den großen Tornado bzw. den Sandstrudel überlebt haben. Da sind auch die Zeichen vom Dreielmland drauf. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ah, der sieht schon cool aus. Der ist richtig freigelegt. Und ich würde sagen, da bauen wir uns jetzt mal eine Holzbrücke hoch, damit auch jeder sieht, dass wir hier schon hier waren. Und den Tempel schon erkundet haben. Natürlich auch ganz wichtig. Guten Tag. Ein Tempel tatsächlich. Ja, Tempel sind immer sehr unspektakulär. Man darf alle Blöcke wegnehmen, nur nicht den blauen. Und dann kann man hier runter. Ja, und ist alles voll Sprengstoff. Und da ist die Platte, die Sprengplatte. Ich würde sagen, dann müssten wir uns eigentlich mal ein paar Bäume fällen. Und was da hinten? Ah, toll. Da ist, Eislandschaft. Also wir haben hier eine Wüste und dann haben wir Eislandschaft. Ich denke, das sollte jetzt alles viel strukturierter sein. Wurde mir gesagt. Hat man mir geschrieben. Und so. Na gut, dann hauen wir uns hier ein paar Bäume ab. Ganz nach alter Manier. Und dann werden wir uns eine Leiter bauen. Wir sind da ganz... noch besser geht's natürlich mit Sand eigentlich. Mit Sand geht's noch besser. Dann können wir uns die Leiter sparen. Und wir haben noch hier unsere super Schaufel dabei, die noch nicht zum Einsatz kam aus diversen Gründen. Aber da hinten ist ewiges Eis. Da brauchen wir nicht hingehen. Und hier ist irgendwo eine Höhle drunter. Okay. Ach, Freunde, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan. Aber wenn ein Plan nicht funktioniert, ist das auch nicht sehr sinnvoll. So, ja, das geht gut. Die Schaufel funktioniert gut, kann man nicht anders sagen. Und so hätten wir jetzt den Lehm abbauen können, wenn wir welchen gefunden hätten. Aber wir haben uns wahrscheinlich für den falschen Ort entschieden. Wo ich die Kaktis hier sehe, der Olli muss sich unbedingt mal bei mir melden. Denn wir müssen ja noch die Aufnahme machen von seiner 7-Tage-Hundskap-Aktion, was er da so gebaut hat. Melde dich bitte mal bei mir, falls du dieses Video siehst. Und falls nicht, dann muss ich das irgendwann alleine machen. Das wäre eigentlich schade, weil ich dich gerne auch nochmal präsentieren würde der Community. Fände ich eigentlich recht cool. So, jetzt wird erstmal hier Sand runtergeschmissen, bis wir da drauf kommen. Ja, komm, so reicht's. Autsch. Hat noch ein bisschen weh getan, aber nicht doll. Das war ein sehr schneller Fahrstuhl. Zuck. Jetzt können wir hier die Platte wegkloppen. Oh, Dynamit. Auch sehr schön. Dynamit können wir eigentlich auch gebrauchen. Oder? Was sagt ihr? Dynamit kann man immer gebrauchen. Für die Kanone, ne? Und hier ist saudunkel. Was in den Kisten? Gold. Für eine neue Krone. Sehr schön. Knochen, Knochen, Knochen. Ein magisches Buch. Oh, das war, glaube ich, ganz gut. Und noch mehr Gold. Okay, das war jetzt nicht so die Riesenausbeute. Was klimpert denn hier? Ach, hier ist eine Höhle unter, wa? Eisen. Oh, guten Tag. Nein, ich wollte nicht hier kämpfen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz vorbeischauen. Hat mich doch erwischt. Okay. Nein, wir werden uns jetzt nicht so weit von unserem Ziel wegbegeben. Da könnt ihr vergessen. Es geht wieder raus. Ich check nochmal ganz kurz alle Kisten, ob wir nicht irgendwas Wichtiges vergessen haben. Die euren Knochen und die Zombie-Lebern können sie behalten. So, ab geht's. Für eine Mark. Dynamit haben wir mitgenommen. Sehr gut.
Und sonst lassen wir den Templier völlig unbeschadet dahin vegetieren. Aber wir haben ein Buch mit Schärfe 3 und Schusssicher 5. Moment mal. Was soll er denn bitte ein Buch mit Schärfe 3 und Schusssicher 5 bringen? Kann mir das mal einer erklären? Bitte von euch? Also Schärfe ist klar, für Waffen ganz toll, aber was Schärfe und Schusssicher? Ist dann der Bogen besonders scharf oder das Schwert besonders schusssicher? Das habe ich jetzt nicht so verstanden, so ganz. So, und was bauen wir uns hier raus? Na, Kinder? Natürlich, eine Krone. Selbstverständlich. So, auf den Shuttle gesetzt. Und ich würde sagen, dann geht's hier morgen weiter. Wir machen uns noch mal ein bisschen auf die Suche nach einem Sumpfbiom. Ich glaube, da hinten sieht's ganz gut aus. Recht versumpft. Da sieht's eher sehr eisig aus. Wir werden uns also hier an der Küste lang bewegen. Ich sage, Moment, ich stelle erstmal mein Bett auf und sage bis dato, liebe Freunde, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen hier aus den fernen Landen. Na, geht nicht. Also, ihr könnt abschalten. Es ist vorbei. Da hinten ist auch kein Sumpfbiom, das sieht nur so sumpfig aus, weil da eine Sumpfdotterrose blüht. Gute Nacht.